Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Stappenbach. Wir fahren jetzt mal die Sachen zurück, oder ich fahre jetzt mal mit dem Van zurück, mit dem Pausenwagen. Und der Daniel, der fährt jetzt die anderen Sachen, die anderen Geräte zurück, also den Harvester und ja, mehr eigentlich nicht, mehr haben wir nicht gebraucht hier. Mal hier auf. So, muss ich den mal anhängen. So. Lässt du mich vorbei schon mal? Hoch, hoch. Yeah, was macht denn der Fall? Der ist aber sprunghaft. Hallöchen. Okay. Willst du nicht? Der, der wehrt sich jetzt ein bisschen hier. Ei, was ist das los? Huh! Haben wir hier irgendwas vergessen? Nein. Eigentlich nicht. Eieieiei. Das gibt's ja nicht. Warte, warte, warte. Jetzt kommt er mit Schwung. Jetzt. Also dann fahr ich schon mal los. Ja, der ist ein bisschen widerspenstig hier. Aber das ging mal auch hin. Dann fahre ich jetzt nämlich zurück und ja, häng den Wagen dort ab und häcksel dann. Und ja, der Daniel kommt dann hinterher. Ich hab dann wohl noch einen Termin beim Bikecamp mit der Baufirma. Ja, da haben wir dann auch noch einen Termin. Die haben nämlich, weil wir haben nämlich gesagt, die können jetzt da schon mal sich einrichten und ihre Zäune aufbauen und alles. In Bauzaun und die, ja, da haben wir jetzt gesagt, haben wir einen Termin. Dann haben wir jetzt dann um 3, sag ich mal, haben wir dann den Termin. So, jetzt stelle ich den mal hin. Ich stelle den mal hier hinten hin. In das Eck hier, den Pausenwagen. So, dass wir ja wenig Platz verbrauchen. Und dann hänge ich mal den Holzhacker an. Müssen wir noch ein bisschen weiter rüberfahren, sonst also, so weit kann ich nicht rübergreifen. Ist noch ein bisschen, sind noch ein bisschen Hackschnitze drinnen. Wann habe ich den Termin nochmal? Um 3:30, also jetzt gleich. Haben wir den Termin. So. Den mal hier an.
bis um 3:30 halt. Und Bike ist schon mal los. Bis hier und später. Ja. Dass der pünktlich dort ist. Sonst arbeiten die nimmer mit uns. Wenn wir so unpünktlich sind. Kann man jetzt hier. Das ging so. Das ging nicht so. Wie geht denn das Teil hier? Kannst du mal hier kurz hergucken? Weil ich kenne mich mit dem Teil hier nicht aus. Mit dem Häcksler oder was? Ja, wie man hier das die Füße ausfährt. Die Füße kannst du nicht ausfahren. Doch. Obwohl die eigentlich mit X auszufahren sein sollten. Doch, die müsste man eigentlich können. Warte mal. War das mit... Ich drück hier mal ein bisschen die Knöpfe durch und probier mal, wie das ging. Das war das hier. Ich konnte doch auch durch die Gruppen schalten hier. Das jetzt. So geht er an. So, gucken. Ich komme jetzt hier irgendwie nicht weiter. Könntest du mir mal dein Geld überweisen, bitte? Ja, warte. Jetzt möchte der schon wieder Geld haben. Das gibt's ja nicht. Ja, muss ich dem halt seinen Lohn überweisen hier. Wie brauchst du denn? Ja, wie viel haben wir noch? 123. Ja, überweisen wir so 10, 20.000. 20 kriegst du mal. So. Mehr kriegst du nicht. So. Jetzt müssen wir gucken. Da kann ich den. Wieso kann ich jetzt das nicht. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Knöpfchen war. Spring mal rein und schau mal, ob das. Ob es dir da eine Steuerung anzeigt. Da müsste irgendwas. Ah doch, ich weiß glaube ich, wie es ging. Warte. Jetzt weiß ich es, glaube ich. Hä? Geht aber nicht. Ich spring mal rein und schau mal, wie man hier die Gruppen wechselt. Also die... Da muss irgendwas dastehen von... Ja, mit G normalerweise. Steuergruppe wechseln oder irgendwie auf... Aufs Rohr, also von Rohr auf Kran und Stützfüße. Schau mal rein. Stark wie wir sind. Schmeiß mal jetzt einfach da drauf. So.
Findest du was? Stützfüße einklappen. Ist dann der Tisch. Oh. Anscheinend kann ich nicht ausfahren. Das ist ja blöd. Dann müssen wir halt mit der Hand arbeiten. Handarbeit. Na? Müssen wir halt mit Kettensäge und Hand arbeiten. Keine Ahnung, oder ist der Kran schon wieder kaputt? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Mal halt von Hand arbeiten jetzt. Geht jetzt gerade nicht anders. Läuft's mit der Baufirma? Ich bin ganz gut dabei. Also. Bauen Sie Ihre Zäune auf, ja? Ja, die bauen jetzt gerade Ihre Zäune auf. Okay. Ich bräuchte dann irgendwie mal einen Traktor, dass wir hier den Hänger auch fahren können. Dass wir den irgendwie fahren können. Wegfahren können oder halt sehen, dass wie viel da noch Platz ist. Huch! Fliegt der irgendwie rum hier, das Zeug? Aufpassen. Ah ja, hier war noch ein kleines Ding, das können wir mal aufwerfen. Schaut's denn hier aus? Ist der schon voll? Nee, also ich bräuchte hier vielleicht irgendeinen Traktor hier, dass wir hier mal den Füllstand sehen. Fährst du schon wieder zurück oder wie schaut's aus? Nee, ich muss noch da bleiben, weil ich noch was besprechen muss. Achso. Warte, dann probiere ich's mal. Kann der. Kann es wahrscheinlich dranhängen, das Teil, oder? Da haben wir vergessen, die Anhängekupplung mitzukaufen. Was soll denn jetzt da runterkommen? Ich versuche nämlich gerade irgendwie mit dem hier runterzukommen. Dann können wir mit dem das machen. So, gucken wir mal, was da jetzt passiert, wenn wir den anhängen. Ich muss hier versuchen, dass man den irgendwie ein Stück vorzieht.
das schafft er. Er ist doch noch nicht voll, warum? Warum will der jetzt den nicht befüllen hier? Ich soll vielleicht auch noch einen Fluss bezahlen. Schauen wir mal, ob es so hinhaut. Autsch. Komm jetzt. Geh halt. Da rein jetzt. Nehmen wir uns halt was anderes, vielleicht funktioniert das dann. Druff. Und dann, genau, jetzt befüllt er auch wieder. So. Ja. So, wird das schon was hier? Mal ein bisschen. Gucken, dass man das hier, dass das hier mal vorangeht. Hänger 40 und 40. Machen. Dass wir keinen Sprit verbrauchen hier. Na? Ich glaube, wir müssen den nochmal hier, den Häcksler nochmal zur Werkstatt tun. Fahren und dann nochmal anschauen lassen hier, was hier nicht funktioniert. Mal noch mal weiterkommen. Huch. Hier. Jetzt müssen wir da rein. So. So. Nochmal. Mal zurück und vor. Das Überladen funktioniert, aber der Kran mag nicht so sehen. Nochmal. So. Würde ich aber mal sagen, wir machen mal Feierabend, oder? Und ja, dann
Dann klärst du das nochmal mit der Baufirma noch ab oder bleibst noch irgendwie bei denen, dass die das noch machen und dann würde ich sagen, machen wir dann am nächsten Tag dann weiter. Ja. Und ja, bis dahin sagen wir mal ciao und bis zum nächsten Tag, ja, wenn es dann weitergeht. Ciao, ciao. Ciao.